Perfekt. 7 Tage, 7 TikToker. Hatte ich den Pullover nicht schon letztes Mal an? Hoppala. Aber das ist doch jetzt eigentlich egal. Hier sind wie immer auch die bezaubernden Zeitstempel, falls ihr nur eine bestimmte Person sehen wollt. Schreibt am Ende auch super gerne in die Kommentare, welches von den Bildern ihr am schönsten findet. Lasst mich das ganz kurz erklären. Also ich habe gedacht, ich habe eine Woche Zeit, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und jeden Tag muss ich einen TikToker malen. Und das ergibt diese mathematische Gleichung. 7 Tage ist gleich Zeichen 7 TikToker, weil 7 Tage sind halt gleich 7 TikToker. Lasst es mich erklären. Also ich nehme mir gleich so ein Stück Papier und dann unterteile ich das in 7 Teile. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sind jetzt nur 5. Und jedes Feld ist ein Wochentag und in jedes Feld kommt ein TikToker rein. Und Montag wird blau, Dienstag wird rot, Mittwoch gelb und so weiter und so fort. Ja, gute Frage. Falls ihr euch jetzt fragt, welche TikToker kommen da drauf? Ich habe euch einfach auf Insta gefragt, welche TikToker ihr unbedingt sehen wollt, weil das hier ist Gruppenarbeit. Und ich muss nicht immer die ganze Arbeit machen. Jetzt mal ohne Witz. Und die Gewinner sind Emir, Jule, ich. Es war nicht nur meine Idee. Ihr seht es hier, also ich fühle mich aber geehrt. Diana, Flo, Melissa und Feli. Aber ich sage euch noch nicht, in welcher Reihenfolge, weil das ist... Keiner gesehen. Egal. Was ist 28,4 durch 4? 7,1. So. Das ist jetzt unsere fertig gereizte Vorlage. Da kommen alle TikToker rein. So. Das erste Bild ist für den Montag. Ich mag den Montag nicht, deshalb habe ich auch dieses hässliche Ding an. Wir beginnen mit Jule, aka Jules Boring Life. Also nur weil ich Jule am Montag male, heißt es nicht, dass ich sie nicht mag. Ich will hier keinen Streit. Das würde halt bestimmt in die Zeitung kommen. Nein. Jule und ich, wir sind wirklich so. Sie weiß wahrscheinlich nicht mal, dass ich lebe. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich finde Skizzen immer so mega langweilig. Deshalb versuche ich mich so kurz wie möglich zu halten. So, aber Wimpern müssen halt schon sein. So, ich glaube, das wäre halt schon gut. Ihr braucht gar nicht lachen. Ja, ich kann immer noch keine Ohren zeichnen. Wir verdecken es einfach mit ein paar Haaren. Das ist kein ordentlicher Dutt. Okay, ich glaube, als grobe Skizze ist es schon ganz okay. Kann ich ganz kurz eure Aufmerksamkeit haben? Willkommen zum Spruch des Tages. Was ein Zufall, die schlechte Laune fällt heute wieder auf den Montag. Der Montag belästigt mich jede Woche aufs Neue. Jetzt umrande ich das gute Stück. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Hallo. Ich suche gerade das Blau. Also weil wir malen das ja jetzt blau an. Deshalb blau. Ich fange jetzt einfach mal bei dem Hintergrund an, weil wir machen alles Step by Step. Okay, einmal so. Aber das war jetzt noch nicht genug blau, deshalb machen wir noch mehr blau. Ich mache jetzt einfach ganz kurz das Make-up von Jule, auch wenn ich mich selber nicht mal schminken kann. Ich glaube, der Stift ist fast leer. Nein. Maus, halte durch. Die Kontur, also das Contouring, also wir konturieren jetzt. Verblenden wir das einfach. Ich kann mich halt nicht mal in echt schminken. Wie soll ich jetzt diese Nase konturieren? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist das? Warum schaut Jule so skandalös? Jule drückt einfach nur ihre Gefühle aus, weil es ist Montag. Wir machen jetzt einen blauen Lidschatten. Ist es vielleicht ein Fehler? Ja, aber ich meine, man muss auch im Leben mal was riskieren. Also ich verspreche, wenn ich gleich den Feinschliff gemacht habe, dann wird es besser. Aber jetzt mache ich erstmal die Haare und dann, wirklich. Okay, ich glaube, ich lasse es so. Ich bin fertig mit dem Feinschliff. So sieht auch schon das fertige reizende Ergebnis aus. Das ist Montag, aka Jule. Noch 5 mehr. Wie finden wir das Ergebnis? Ihr müsst jetzt ganz ehrlich sagen, wie ihr dieses Bild findet. Jetzt mal ohne Witz. Also ich persönlich finde, es war auf jeden Fall ein Erfolg. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Weiter im Salat.
alle recht herzlich Tag Nummer 2. Also ich finde Dienstag okay. Wir sind nicht die besten Freunde, aber wir haben jetzt auch keinen Streit oder so. Aber Dienstag ist eigentlich Montag, nur in einem anderen Kostüm. Deshalb habe ich auch genau den gleichen Pullover an wie gestern. Nur in Blau. Wir machen heute weiter mit Emir, aka mit Problemir, die kleine Meerjungfrau. Ich wollte eigentlich Emir wieder als Meerjungfrau malen, aber dafür haben wir heute einfach keinen Platz. Das würde das Budget sprengen. Ladies und Gentlemen und Gentlemen und Ladies, ich werde mich wie immer ziemlich kurz halten hier mit der Skizze. Weil, also halt schon, also so ein bisschen. Ich hätte halt fast die andere Augenbraue vergessen, aber Augenbrauen sind wichtig, weil die sind die Nippel des Gesichts. Brillen, Dings, Bums, Brillen, Dings, also halt Teil, ne, damit es auf dem Kopf sitzt. Dann noch die Gesichtsbehaarung. Jessica schneidet es raus. Das ist einmal die grobe, reizende Skizze. Ich möchte ein Gedicht vortragen. Dienstag. Drei schreckliche Tatsachen. Heute ist nicht Freitag. Morgen ist nicht Freitag. Und übermorgen ist auch nicht Freitag. Das ist belastend. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nur einen roten Stift. Jetzt mal ohne Witz. Also damit habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet. Das hat mich jetzt total vom Hocker gehauen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wir fangen einfach wieder mit dem Hintergrund an. Ja, ich glaube, das passt. Das passt. Also meine Güte, das passt schon. Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall. Nein, das war die Falle. Das ist orange. Hört auf zu lachen. Ist es wieder zu orange? Egal. Ich will aber nicht, dass es orange ist. Also ich wollte eigentlich gerade weitermachen an dem Gesicht, aber ich habe irgendwie... Aber dazu brauche ich einen Holzstift. Also ich will einen Holzstift benutzen, aber der ist stumpf. Und ich kann den Spitzer nicht finden. Ich habe den Spitzer nicht gefunden. Also ich habe jetzt wirklich gesucht. Okay, ich habe nach 5 Minuten aufgegeben, deshalb benutze ich jetzt einfach den. Ich mache jetzt einfach an ein paar Stellen nur noch den Feinschliff. Das sieht irgendwie aus, als ob Emir voll die Augenringe hat. Jetzt ist es halt einfach so. Das ist auch schon das fertige Ergebnis für den Dienstag. Lass mich ganz kurz dieses Bild erklären. Dienstag ist quasi Montag, deshalb hat Emir nicht so gut geschlafen. Deshalb hat er so dunkle Augenringe und deshalb braucht er die Sonnenbrille. Ja, ich glaube, das passt. Also, seid jetzt ehrlich. Findet ihr es hässlich? Also ich denke, es ist absolut im grünen Bereich. Es ist gut. Hoppala. Ladies and Gentlemen, es ist Halbzeit. Wir haben die Hälfte der Woche geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt mir einfach so oft geschrieben, dass ich Feli zeichnen soll. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, ich habe meine Haare frisch gewaschen, deshalb trage ich sie heute offen. Ich weiß gar nicht so, was, ich weiß gar nicht, wie ich mich mit offenen Haaren verhalten soll. Ich habe auf jeden Fall dieses Bild von Feli genommen, weil ich finde, es schreit einfach, es ist Halbzeit, bald ist Wochenende, meine Launekurve steigt. Welcher Mensch macht ein Video und macht die halbe Skizze und filmt es nicht? Die halbe Cappy habe ich jetzt schon gezeichnet. Was mache ich? Ich filme es nicht. Wir machen die andere Hälfte der Cappy zusammen. Moment, ich muss ganz kurz mich konzentrieren. Die Haare gehen so. Noch so ein Lächeln. Weil es ist schon Mittwoch, das heißt, es gibt langsam schon so einen Grund zum Lächeln. Aber es ist noch kein Lachen, wo man die Zähne sieht. Es ist noch nicht so eine krasse Freude, aber so ein kleines Lächeln. Wie auch immer, das ist auf jeden Fall die Skizze für Feli. Lustige Sprüche Mittwoch. Mittwoch. Die erste Hälfte der Woche ist geschafft. Wünsche euch mit einem Küsschen. Küsschen. Ich küsse hier niemand. Maus, das ist keine Hochzeit. Also halt so, ja, ich glaube so, ich habe das jetzt alles wegradiert und irgendwie, das sieht halt so gar nicht aus wie Feli. Aber vielleicht sieht es aus wie Mittwoch. Ich bin so eine hohle Nuss. Felis Lieblingsfarbe ist doch lila. Und doch nicht gelb. Naja, jetzt ist es zu spät. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Ich habe mich auch gerade gefragt, warum ist das jetzt da orange? Oha. Egal. Auf jeden Fall, ich habe mich auch gerade so gefragt, okay, wer hat eigentlich entschieden, dass Montag blau ist, Dienstag rot, Mittwoch gelb? Wer hat das? Wer hat diese Regel festgesetzt? Also meine Idee war es nicht, dass Mittwoch gelb ist. So, wir malen das dann halt nicht. Dann halt nicht. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Haaren an, weil ich fange sonst immer mit dem Gesicht an und nicht mit den Haaren und wir brauchen auch ein bisschen Abwechslung. Ich nehme jetzt einfach noch so einen helleren Stift. Oha, das funktioniert echt. Aber irgendwie gefällt es mir nicht.
Okay, ich mache jetzt wie immer noch so ein paar Schattierungen, weil irgendwie immer, wenn ich nur eine Farbe benutze, dann sieht es halt noch nicht gut aus. Das ist alles dunkel. Das ist alles dunkel hier. Das einzige Problem ist halt irgendwie, das sieht nicht aus wie Feli. Also es könnte halt irgendjemand sein, aber es ist definitiv nicht Feli und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin gerade, es ist gerade ein bisschen Panik auf der Titanic. Spielen wir ein bisschen fröhliche Musik. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Feli auch voll gerne Sommersprossen mag und ich liebe Sommersprossen. Deshalb müssen wir ihr natürlich auch eine fette Ladung Sommersprossen verpassen. Achso, ich mache jetzt die Cap. Also das auf dem Kopf halt, ne? Das Ding ist auf dem Kopf. Die Jacke machen wir auch gelb, weil das Motto des Tages ist einfach gelb. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr Schatten reinmachen. Aber eigentlich gefällt es mir schon so. Ich glaube, ich bin zufrieden. Das ist auch schon das fertige Bild für den Mittwoch. Das wollte ich sagen. Das ist der gute alte Mittwoch. Was denken wir? Hassen wir es oder lieben wir es? Oder ist es nicht gut oder auch nicht schlecht? Es ist Medium. Also ich persönlich liebe es, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Aber meine Meinung ist korrekt. Ja, die Gerüchte sind wahr. Ich trinke auch Wasser. Auf ins nächste Abenteuer. Einen wunderschönen guten Morgen. Oder wie Flo sagen würde, got my coffee. Da ist kein Kaffee drin. Ihr kennt mich. Ich bin leidenschaftlicher Kakaotrinker. Also das mit dem Kaffeebecher, das war jetzt nur für die Publicity. Ich glaube, an dem Objekt an meiner Hand könnt ihr erkennen, wer als nächstes kommt. Richtig, die liebe Flo. Das Kaffeekränzchen ist jetzt vorbei. Also, genau das gleiche Spielchen wie bei den Tagen davor. Also, wir beginnen halt wieder mit der Skizze. Also, ich gucke gerade auf das Foto. Hier ist so das Handy. Hier so. Cowboy-Hut-Dingsbums. Ich habe hier noch ein paar leichte Komplikationen mit dem Gesicht, weil es ist so zerknautscht. Das ist so die grobe Skizze. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Hut? Was ist da los? Also, ich habe dieses Bild von Flo genommen. Weil das Bild ist einfach die Definition von, es ist Donnerstag, du weißt, was das heißt, morgen ist Freitag, das Schlimmste ist geschafft. Also halt, versteht, also halt, wenn ihr, also versteht, also versteht ihr, wie ich meine? Einen ganz kurzen Moment bitte, ganz kurzen Moment, ganz kurz, stopp, 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 stopp. Also Flo liebt ja auch Starbucks und das Starbucks-Logo ist hier grün und die Farbe von Donnerstag ist auch grün. Ich bin ein Genie. Danke. Also wir haben ja alle früher gelernt, grün ist die Farbe der Hoffnung. Donnerstag gibt einem auch Hoffnung, weil bald ist Wochenende. Ein schönes, saftiges Grün. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin nicht dumm. Der Hut ist eigentlich pink. Aber das Motto von Donnerstag ist nicht pink. Sorry, falsch und es ist mathematisch nicht korrekt, aber... Weil die liebe Flo hat braune Haare und deshalb benutze ich braune Farbe. Ganz einfache Mathematik. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie sieht der Hut schmutzig aus. Egal. Die zwei Finger könnten halt auch zwei Würstchen sein. Also irgendwas stört mich an diesem Bild, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es gerade schlimmer. Ladies und Gentlemen, mir ist eine Lösung eingefallen. Ich weiß jetzt, wie wir das reparieren können, damit es einfach ein bisschen besser aussieht. Mir ist es eingefallen. Die einzige richtige Antwort ist Glitzer. Ich mache, glaube ich, nur so hier so ein. Okay, vielleicht noch ein. So hier. Ja, jetzt muss ich auf den auch noch einen machen. Okay, noch einen dritten. Alle guten Dinge sind drei. Ja, okay, so. Okay, also das ist jetzt das fertige Bild für Donnerstag, aka für die liebe Flo. Ich glaube, das ist ganz stabil. Also, wie findet ihr Donnerstag? Also, jetzt mal unter uns. Also ich bin begeistert. Zeit für eine Kakaopause. Also, ja, ich weiß, es ist nur ein Kakao aus der Dose. Aber ich habe keine Lust, später das Glas zu waschen, weil ich bin faul. Keine Angst, das ist ein Papierstrohhalm. Moment, ich muss jetzt gerade, also Korbach, falls ihr das seht, sponsert mich. Ich schreibe einfach oben in die Ecke Werbung, weil ich wollte schon immer mal wissen, wie es sich anfühlt, ein YouTuber zu sein, deshalb mache ich das. Auch wenn es wahrscheinlich eh keiner sieht, aber... Ich wollte nie, dass es so weit kommt. Ihr wolltet das. Okay, so viele Personen wollten... Okay, eine Person. Die wollten, dass ich auf das Bild komme. Also ich. Ich musste mich einfach auf den Freitag machen, weil mein Lebensmotto ist, hoch die Hände, Wochenende. Sieht es so besser aus? Aber so sieht es irgendwie aus, als würde ich joggen gehen.
die sportliche Maus. Jeden Freitag trinke ich immer einen Kakao, also noch einen mehr, weil es gibt was zu feiern. Es ist Freitag. Also ich will einfach, dass dieses Bild schreit, hoch die Hände Wochenende. Ich hatte auf jeden Fall schon mal angefangen mit der Skizze, weil ich habe gedacht, ist es nicht langsam langweilig? Ist eigentlich noch irgendjemand da? Weil ich weiß nicht, ne? Also ich habe eine Linie vergessen. Ja, also ich glaube, als grobe Skizze, das passt schon, das passt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Der Spruch des Tages. Freitag um 1 macht jeder seins, um 9:30 soll es auch schon gehen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wir können ja einfach wieder ein bisschen fröhliche Musik im Hintergrund spielen lassen und ich umrande das. Mir ist mal gerade aufgefallen, als ich das gezeichnet habe, meine Stirn, die ist ja riesig. Kurzer Zwischenstand-Check, die ist das an. Ich bin jetzt ehrlich, ich mag kein Orange. Das sieht aus, als hätte ich einen Schnurrbart. Aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Oh, die Orange ist auf dem Boden geplumpst. Mir ist aber auch aufgefallen, ich glaube, ich habe nur eine einzige Orange und ich weiß nicht, das könnte halt vielleicht schon ein Problem gleich werden. Aber Probleme sind ja nichts Neues. Also ich mache jetzt zuerst meine Haare, weil sonst sieht mein Kopf irgendwie aus wie ein Ei und irgendwie will ich das nicht. Ist das Orange? Das ist leer. Falls ihr jetzt irgendwie gedacht habt, ich mache den Kakao auch orange, weil das Motto des Tages orange ist, da seid ihr hier ganz im falschen Film. Ich versuche doch mit diesem Stift das Ganze so ein bisschen dunkler zu machen, weil irgendwie ist es halt hässlich. Also ich versuche jetzt mich selber zu schminken und das Problem ist, ich kann mich nicht mal in echt schminken. Das sieht jetzt noch gar nicht aus wie ich. Und natürlich ganz viel Blush, der dann irgendwie aussieht wie Sonnenbrand. Holla, die Waldfee, ich hätte fast die Sommersprossen vergessen. Ganz kurz, Moment bitte. Das ist das Bild für den Freitag. So, okay, Maus, süße Maus. Jungs, ich glaube, ich mag das Bild. Ladies und Gentlemen, ich glaube, ich mag das Bild. Egal, auf jeden Fall, ich mag das Bild so. So. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich anziehen soll. Normalerweise ziehe ich immer das Gleiche an. Und jetzt muss ich mir jeden Tag fürs Video ein neues Outfit aussuchen. Maus, das ist hier nicht Germany's Next Topmodel. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Heute ist Tag Nummer 6. Und da kommt die liebe Melissa drauf. Ich bin halt so neidisch auf ihre Haare. Weil ich habe halt so 3 Haare auf dem Kopf. Das ist auch schon die grobe reizende Skizze. Was sagt ihr? Ja, finde ich auch. Ich will was sagen. Kommen wir zum Samstagsspruch. Also, erstes Date beim Frühstück. Okay. Er lächelt mich an, ich werde schlagartig so nervös, dass ich mir die halbvolle Cappuccino-Tasse über den Schoß kippe. Er muss lachen, verschluckt sich und hustet quer über den Tisch. Am Samstag heiraten wir. Also falls ihr das jetzt nicht verstanden habt, keine Angst, ich habe es auch nicht verstanden. Wir machen einfach weiter. Und weil es gerade so schön war, dachte ich, wir spielen einfach nochmal schöne, lustige, fröhliche Rockmusik. Ich glaube, das passt. Es ist jetzt Zeit für Farbe. Hallo. Also ich liebe Pink. Mein Radiergummi ist pink. Der Radiergummi ist gefährlich. Meine reizende Polaroid-Kamera ist pink. Meine Kamera ist auch gefährlich. Was ist eure Lieblingsfarbe? Nee, mache ich nicht so, sorry. Aber ich meine, euch steht die Farbe Hammer. Ja, also ich sehe euch und die Farbe steht euch wirklich perfekt. Immer wenn ich diesen Stift so schüttle, dann fühlt es sich an, als würde ich gleich irgendwie Graffiti machen. Das ist kein Graffiti. Hintergrund, check. Also ich mache jetzt zuerst Melissas Make-up und es wird wahrscheinlich nicht sehr gut. Der ist leer. Der ist sowas von leer. Der ist wüstentrocken. Ich glaube, der kann in den Mülleimer. Oh nein. Das ist mega gelb. Das ist gelb. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir zuerst einfach die Haare und ums Gesicht kümmere ich mich einfach später. Also ich hoffe auch wirklich, dass keiner von diesen TikTokern dieses Video sieht, weil ich glaube, das wäre halt so peinlich. Dann knallen wir einfach noch so ein paar helle Strähnchen rein und dann, das passt. Ich habe jetzt keine andere Wahl. Ich muss irgendwie versuchen, das mit diesen Buntstiften zu retten. Oh Mann.
Also ich habe gerade die ganze Zeit versucht, das irgendwie noch zu retten oder irgendwie Sachen noch zu verbessern, aber irgendwie, hoffentlich sieht es Melissa nicht. Irgendwie finde ich es gut, aber irgendwie gefällt mir auch was nicht, aber irgendwie finde ich es gut. Also alleine, weil das Bild pink ist, ich finde, es kommt gleich viel sympathischer rüber. Okay, also ich habe dieses T-Shirt einer älteren Dame auf dem Flohmarkt abgekauft und ich glaube, das war keine gute Idee. Ich bin kurz in der Umkleidekabine. Ich glaube, das ist besser. Hoppala. Es ist schon Zeit fürs große Finale. Aber bitte erwartet jetzt nicht irgendwie so viel. Der letzte Platz ist für die liebe Diana. Also meiner Meinung nach, und meine Meinung ist korrekt, ist es der schlimmste Moment, wenn es Sonntag ist, 15 Uhr und es regnet. Schlimmstes Gefühl. Und genau deshalb habe ich wieder ein XXXXXL Pullover an, weil es ist Sonntag. Ich wollte Diana auch eigentlich am Mittwoch zeichnen, aber dann habe ich das Bild gesehen und es schreit einfach Sonntag. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt bestimmt, Entschuldigung, warum hast du nicht gesprochen? Ich habe gedacht, ich spiele einfach so ein bisschen fröhliche Musik im Hintergrund, während ich die Skizze gemacht habe. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich euch auf die Nerven. Wie auch immer, das ist auf jeden Fall erstmal die reizende Skizze für den lieben Sonntag. Ein allerletztes Mal. Es ist zwar erst Sonntag, aber ich fühle mich jetzt schon vom Montag belästigt. Also das spricht mir wirklich aus der Seele. Also das war wirklich ein Fakt, das war ein gutes Gedicht. Ich glaube, das ist irgendwie von Goethe. Oder so. Also in dem Bild für Diana sind wir irgendwie ziemlich musikalisch unterwegs, weil ich umrande das Ganze ja jetzt. Und das heißt, es kommt gleich wieder super tolle Musik. In der Zwischenzeit könnt ihr irgendwie tanzen oder irgendwie tanzen. DJ, Film ab oder Ton ab. Der Pulli ist übrigens auch von Diana. Also halt nicht von Diana, also halt, ich habe den ihr jetzt nicht geklaut. Sondern sie hat mir einfach ihren Merch zugeschickt. Und ich will jetzt nicht lügen, aber ich habe mich schon irgendwie wie Beyoncé gefühlt. Weil ich meine, das ist... Hallo? Das ist einfach so cool. So. Maus. Lila. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Also ich habe es schon mal gesagt und ich werde es immer wieder sagen. Ich mag Lila nicht. Sorry, aber mir kommt Lila einfach nicht so sympathisch rüber. Ich meine, habt ihr ja gerade gesehen, was für Faxen die Maus macht. Deshalb... Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich doch so viele lila Stifte habe. Das freut mich, aber auf der anderen Seite bin ich auch schockiert, weil ich hasse lila. Ich nehme jetzt für den Hintergrund einfach so einen Textmarker. Das sind voll die Streifen. Oh, wieso nehme ich immer solche Schrottstifte? Weil es sieht dann immer... Es fühlt sich an, als würde ich die Wand tapezieren. Also ich drücke mich noch ein bisschen vor den Haaren, weil ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich die Haare lila machen will, in so einem hellen Lila oder nicht. Soll ich die Haare lila machen? Soll ich sie lila machen oder nicht? Soll ich sie lila machen? Ich habe gedacht, das ist der letzte Tag. Da kann man auch mal was Wildes machen. Da muss man auch mal was Spontanes machen. Nee, ich mache die Haare braun. Nee, vergesst das. Nein. Diana hat jetzt braune Haare. Nein, nee. Nein, es wird... Nein, nein. Schaut nach. Sie hat braune Haare. Googelt. Schaut auf Wikipedia. Warum ist es eigentlich so kompliziert, Zöpfe zu malen? Hilfe, das ist ja hier wie ein Labyrinth. Ich verstehe gar nichts. Das sieht irgendwie aus wie ein Croissant. Ich habe total den Hoodie vergessen. Ich habe sogar noch eine dritte lila Farbe. Jessica, schneid das bitte alles raus. Schneid alles raus. Das ist, glaube ich, besser für alle Beteiligten. Schneid alles raus. Ich dachte, für das letzte Mal können wir uns noch mal ein bisschen entspannen. Ich erkläre halt nie die Schritte, die ich mache, weil ich weiß halt selber nicht, ob es richtig ist. Weil zum Beispiel da der Hals, der ist jetzt gelb. Ich kann einfach nicht glauben, was für eine unfassbare hohle Nuss ich bin. Ich habe extra gefilmt, wie man das ganze Gesicht zeichnet. Und was sieht man? Was sieht man? Gar nichts. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß es einfach nicht. Hoffentlich sieht's nicht Diana, hoffentlich sieht's nicht Melissa. Aber irgendwie mag ich's auch. Also ihr müsst mir seine Note geben. Habe ich den Test bestanden? Also es ist schon gut. Doch, ja. Die Woche ist vorbei. Ich weiß, es ist traurig, aber was soll ich machen? Das ist gerade so eine Atmosphäre, wie wenn man am Bahnhof steht, am Zug und die andere Person fährt so mit dem Zug so weg und man winkt der Person mit so einem Taschentuch und die fährt so weg. Danke an alle, die sich dieses Video bis zu diesem Punkt angeschaut haben. Genau bis zu diesem Punkt. Ich schicke euch eine dicke, fette Umarmung. Einmal ganz kurz Gruppenumarmung. War das jetzt zu viel des Guten? Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich euch zu nah. Also ich reserviere aber wie immer einen Tisch für nächste Woche. Wir haben nächste Woche wieder eine Verabredung. Wir haben ein Date. Macht euch schick. Zieht eine Jogginghose an. Auf jeden Fall, ich reserviere einen Tisch. Ich bestelle schon mal die Getränke. Ich halte euch einen Platz frei. Ciao, Kakao.